ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, du musst wissen, wie du sein kannst. Wenn du nicht weißt, wie du sein kannst, wie bist du dann ein seiendes Wesen? Du bist immer noch eine menschliche Kreatur. Ja, eine menschliche Kreatur ist triebhaft, unbewusst. Ein seiendes menschliches Wesen ist von Natur aus bewusst, es weiß zu sein. Wenn du weißt, wie man sein kann, erst dann gibt es andere Möglichkeiten, andere Dimensionen unserer Existenz zu erforschen. Welchen anderen Zugang wir zum Leben und zum tieferen Leben, zur Schöpfung und zur Quelle der Schöpfung haben können. Andernfalls kämpfen die Menschen nur darum, zu sein. Die meisten Menschen kämpfen ihr ganzes Leben hindurch damit, ihre physiologischen und psychologischen Situationen zu bewältigen, nicht wahr? Das ganze Leben, alle Maßnahmen in ihrem Leben dienen nur dazu, ihre psychologischen und physiologischen Bedürfnisse und Situationen zu erfüllen. Dafür hättest du als irgendein anderes Lebewesen kommen sollen, das umweltfreundlich ist. Ein Regenwurm wäre gut. Du könntest ein natürlicher Earth Buddy sein. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es ziemlich überwältigend war, und ich meine, Sadhguru hat eine so unglaubliche Präsenz, dass es sehr bewegend war, einfach nur in diesem Meer von Präsenz zu sein. Ich denke, es ist eine einmalige Gelegenheit, hier zu sein. Ich fühle mich gesegnet und einfach sehr, sehr glücklich. Viele Erdrutsche auf der Straße. Wir sind zu einem See gegangen. Er heißt Dumbasee. Und wir sind zusammen mit Sadhguru gelaufen. Sadhguru sagte, das Zeitalter der Gurus geht zu Ende. Wir sind wahrlich gesegnet, Sadhguru zu haben.
Du versuchst dein Leben noch einmal so zu leben, wie es war, wie es dir im Alter von 20, 25 Jahren etwas bedeutet hat. Wenn du mit 75 Jahren nach den gleichen Dingen suchst, verstehst du nicht, wie dein Leben zeitlich und räumlich organisiert ist. Du verstehst einfach nicht, was der Kontext deiner Existenz ist. Wenn ich hier bin, brauchst du keine gottverdammten Werkzeuge, wenn du hier bist. Aber du bist nicht hier. Ich spreche nicht zu dir, ich spreche zum gesamten Clan. Wenn du wirklich hier bist, brauchst du keine verdammten Werkzeuge. Weil du nicht hier bist, brauchst du Werkzeuge. Ich habe gesagt, wenn du einen Moment einfach mit mir sitzt, brauchst du nichts weiter. Du bist genau hier in Ordnung. Aber es gibt einen Sack, es gibt einen Daunensack, der dich das Wetter nicht spüren lässt. Du musst also wissen, wogegen du dich schützen solltest und was du zulassen solltest, davon durchnässt zu werden. Hallo? Schau gerade jetzt das kalte Wetter. Du musst dich dagegen schützen, weil dein Körper nicht dafür gemacht ist, das auszuhalten. Sagen wir also, hast du etwas gegessen? That was dinner. Das war Abendessen. Okay. Du hast also dein Essen gegessen. Nehmen wir an, du schützt dich dagegen. Was machen wir dann? Jetzt wirst du an Nahrungsmangel sterben. Du musst für das, was du konsumierst, empfänglich sein, nicht wahr? Also, wogegen du dich schützen musst, was du zulassen und dafür empfänglich werden solltest, wenn dieses Unterscheidungsvermögen in einem nicht vorhanden ist, dann Werkzeuge. Tools. Um dich langsam zu bearbeiten, um alle Schrauben anzuziehen. Es braucht eine lange Zeit. In der Zeit, in der du eine Sache anziehst, lockerst du eine andere Sache. Jedes Mal, wenn wir hier eine anziehen, wirst du dort eine lockern. Das geht weiter. Ich sage nicht, dass Werkzeuge nicht gut sind. Werkzeuge sind gut. Leider brauchen die Menschen sie. Ich sage leider. Denn wenn sie wirklich an wären, brauchen sie keine Werkzeuge. In vielerlei Hinsicht ist das also das Zeitalter der Technologie, die Inner Engineering Ära, in vielerlei Hinsicht. Ich sollte das nicht sagen, aber ich sage das. Das Zeitalter der Gurus geht zu Ende, in vielerlei Hinsicht, denn diese Zeit ist vorbei. Wenn Menschen eine gewisse Energie spüren, sie werden sich in ihr auflösen. Sie werden eins mit ihr. Sie werden alles wegwerfen und sich hinter sie stellen, weil sie den Wert davon erkennen. Ich denke, mit dem Zeitalter der Technologie ist das vorbei, weil eine Sache ist, dass es in ihren logischen Unsinn passen muss. Eine andere Sache ist, wo ist es? Sag es mir. Sie brauchen etwas Greifbares in ihren Händen. Also sind Werkzeuge der einzige Weg nach vorne. Das Zeitalter des Gurus geht wirklich zu Ende, in vielerlei Hinsicht. Hier fahren wir zum Mustang Golfplatz, dem höchstgelegenen Golfplatz auf dem Planeten. The highest altitude golf course on the planet. Auf dem Weg kommen wir dorthin. Seht euch nur das Gelände an, in das wir fahren. Glaubst du, dass wir zu einem Golfplatz fahren? Aber ja, das tun wir. Hier mit dem Isha-Ball bin ich hier kurz vor dem Abschlag an der ersten Markierung. Schaut euch meinen Caddy an. Sie trägt diese Tasche in dieser Höhenlage. Mal sehen, wie lange sie überlebt. Heute fühlen wir uns sehr gesegnet und freuen uns, Sadhguru Golf spielen zu sehen. Und dieser Ort wurde mit seinem ersten Schritt gesegnet. Das ist ein richtiges Turnier. Nur ich und ich spielen. Er spielt so ein tolles Golfspiel. Aber schön, den Ball in dieser Höhe zu schlagen. Er fliegt 300 Meter weit. Oh, tretet nicht auf das Grün, tretet nicht auf das Grün. Das ist die Fahrrinne, klar. Der Ball ist stecknadelhoch.
4600 Meter über dem Meeresspiegel, der höchstgelegene Golfplatz auf dem Planeten, okay? Okay. Die Reise unseres Lebens, mehr als ich erwartet habe. Magisch. Es ist unbeschreiblich. Es ist prägend. Jenseits meiner Vorstellungskraft. Wir sind so tief in die Vergangenheit investiert. Das liegt daran, weil wir konkretisieren wollen. Man kann nur die Vergangenheit konkretisieren. Man kann nicht die Gegenwart konkretisieren. Ja? Man kann der Vergangenheit eine Form geben und eine Definition. Man kann die Gegenwart nicht definieren. Man kann der Gegenwart keine Form geben. Wir wissen noch nicht, wie sie sich jetzt entwickeln wird. Weil wir so sehr in die Vergangenheit investiert sind, scheint alles, was die Gegenwart anstellt, schockierend zu sein und eine Quelle des Leids für eine ganze Menge Menschen. Weil die gleichen Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht passieren. Etwas anderes könnte passieren. Wenn Menschen von einem wunderbaren Leben sprechen, bedeutet das, dass sich dieselben Dinge wiederholen müssen. Wenn etwas Neues passiert, werden sie leiden. Wenn etwas Neues passiert, muss es bereits vorhergesagt werden und sie müssen von der Vergangenheit her bereit sein. Andernfalls können sie es nicht verkraften. Wenn wir also hier auf eine Pilgerreise sind, möchte ich, dass du verstehst. Es geht hier darum, sich von der Vergangenheit wegzubewegen. Wo ist die Vergangenheit in dir? Sie ist nicht nur, was du als ich selbst betrachtest. Ich möchte, dass du hier bist, ohne dir überhaupt bewusst zu sein, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Das ist wichtig. Es ist sehr gefährlich und es ist sehr unbequem. Es ist wie eine kleine Achterbahn, aber zum Glück haben wir den besten Fahrer und die spektakulärste Aussicht. Daher glaube ich, wir merken gar nicht, dass wir ein bisschen in Gefahr sind und dass er sehr riskant fährt und sicher geht, dass wir unser nächstes Ziel erreichen. Der Truck ist kaum noch ein Truck. Ich weiß nicht einmal, ob die Bremsen funktionieren. Im Inneren des Trucks ist es teilweise sehr staubig, teilweise sehr kalt, teilweise sehr heiß, aber es ist die spektakulärste Fahrt, die ich je gemacht habe. Sadhguru hat sich zu uns gesetzt. Er war ein Ozean des Mitgefühls. Wir spürten, dass er uns trägt und jeden Weg, mit jedem Atemzug, den wir in diesem Moment nehmen, trägt er uns, um Shiva zu verwirklichen. Gurudevo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tera Tadera Bhole Char Disha Me Dharti Ambar He Jag Tera ओ भोले बाबा चंदा सूरज और मैं तेरा ओ शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर शंकट हर Oh,
Shiva can.